Hallo Freunde des Outdoor-Cookings. Heute will ich euch zeigen, wie man ein leckeres Sonntagsessen im Dutch Oven zubereiten kann. Ich mache Gänsekeulen auf Blaukraut. Dazu brauchen wir 4 Gänsekeulen, 2 Gläser Rotkraut, 3 Zwiebeln, 3 Äpfel und Salz, Pfeffer und Paprika. Bevor ich anfange, bereite ich die Kohlebriketts vor. Dieses Mal brauche ich erst einmal 28 Stück. Während die Kohlen durchglühen, kümmere ich mich um das Essen. Die Keulen würze ich von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer und Paprika. Dann kommt das Blaukraut in den 14er Dutch Oven. Nachdem ich die Äpfel und Zwiebeln geschnitten habe, kommen diese zum Blaukraut in den 14er Dutch Oven. Dann wird alles gut durchgerührt, zum Schluss noch die Keulen oben auflegen und fertig. In der Zwischenzeit sind auch die Kohlen fertig. Ich lege 18 auf den Deckel und 10 Stück unter den Topf. Nach etwas mehr als einer Stunde sind diese Briketts abgebrannt und ich lege nochmal 12 Stück oben auf und 8 unter den Topf. Nach insgesamt ca. 2 Stunden sind die Keulen gar und das Blaukraut ist lecker durchgezogen. Fertig ist das super leckere Sonntagsessen. Nun lasst es euch schmecken und ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Dutch Oven von Camp Chef.